Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für diese zweite Woche Mai, vom 9. bis 15. Mai, wie die Energie für dich steht. Ja, wieder, schauen wir mal zusammen. Unteren Deck, wieder haben wir 9. Kelche. Ja, also normal, diese Karte spricht schon für Wünsche, die in Erfüllung kommen. Wünsche, die in Erfüllung kommen, und jetzt müssen wir schauen. Ja, weil eine gewisse stolze Energie spürt man hier schon. Ja, eine gewisse Situation von, ja, ich spüre schon Liebe, ich fühle Liebe, aber ich werde keine Bewegung machen und ich werde mich nicht bewegen, ist hier schon. Genau, also schau mal hier, König der Kelche, der Gehängte, 9 der Kelche. Also Sternzeichen Fische sehr stark. Ja, Sternzeichen Fische sehr stark. Es kann natürlich für Skorpion oder Krebs reden. Es gibt hier einen gewissen Stillstand oder gar keine Kommunikation oder ein Gefühl von Nachdenken. Eine stolze Energie sieht man hier. Vielleicht sogar eine Person, die Optionen hat. Eine komplizierte Situation sieht man hier schon wieder, was mit diesem König zu tun hat, was auch eine Königin sein könnte. Ja, also irgendwie, man macht hier gar keine Bewegung. So ungefähr, es bewegt sich niemand hier, ja. Also, genau. Wieder, schau mal, welche Karten für dich gekommen sind. Ass der Münzen, der Turm und eine Puppe der Kelche. Puppe der Kelche kann auch für ein Kind reden, wieder. Und hier nochmals, Sternzeichen Skorpion ist hier zu sehen. Ja? Irgendwie, man sieht hier eine neue Situation in deinem Leben. Etwas, was sich verändert hatte. Ja. Diese Kommunikation sieht man hier mit diesem Puppe der Kelche wieder. Entweder spricht das für ein Kind oder spricht das für eine vielleicht unreife Energie wieder. Ich weiß es nicht. Oder einen Altersunterschied mit einer Person. Weil der König haben wir auch da. Wie du siehst, der König der Kelche, Puppe der Kelche. Diesen Altersunterschied ist hier. Außer, wie gesagt, wir reden über Vater, Kind, Mutter, Kind oder wie auch immer. Einem Kind sieht man hier schon. Oder eine unreife Energie. Es gibt hier wieder in diese zweite Woche Mai eine Kommunikation. Schauen wir mal jetzt weiter. Augenblick. Also, wieder, 7. Stäbe. Irgendwie diese zweite Woche Mai sieht man hier ein bisschen Konfrontationen, ja? Man versucht sich hier zu schützen.
Und das sieht man hier mit dieser neunten Kelche auch. Eine Person, die sich schützen möchte, tatsächlich. Ja, eine Person, die sich schützen möchte, die vielleicht gar keine Kommunikation macht, wieder. Einen Stillstand sieht man hier und tatsächlich diese Konfrontationen sieht man hier. Es gibt hier irgendwie gewisse Geheimnisse oder Sachen, die man nicht weiß. Das sieht man hier auch. Sternzeichen Jungfrau. Und irgendwie, was ich denke, wieder irgendwie etwas wirst du erfahren. Irgendeine Situation wirst du in diese zweite Woche Mai erfahren. Du bekommst Klarheit in eine Situation und irgendwie es gibt gewisse Konfrontationen. Sternzeichen Krebs, hier Krebs, Fische, Skorpion. Wasserelement bei dir sehr stark zu sehen. Ich muss aber sagen, auch Jungfrau und Zwilling. Ja. Schau mal, wieder in der Mitte für deine Kartenlegung habe ich drei Stäbe. Drei Stäbe wieder ist eine Karte, die Erfolg zeigt. Hier sehe ich Erfolg. Also Erfolg, was in deine Arbeit mit deinen neuen Projekten zu tun haben könnte, mit einem Projekt, mit einer Arbeit, sonst tatsächlich mit der Zukunft, also die Zukunft. Also ich sehe, ich habe Pläne hier. Ich habe Motivation. Diese Zukunft motiviert mich. Ich habe wirklich, es gibt hier eine gewisse Leidenschaft. Natürlich, man denkt nach, aber hier sind bereits eigentlich schon Entscheidungen getroffen wieder. In dieser Karte, man denkt schon nach, aber nicht, weil man nicht weiß, was man möchte. Also man weiß hier bereits schon, was ich möchte. Ja, ich habe meine Pläne. Ich möchte vielleicht umziehen. Also es gibt hier auch einen Umzug in manchen Fällen. Ja, ich möchte umziehen. Ich möchte reisen. Ich denke an eine Person auch, die vielleicht nicht bei mir ist. Es gibt hier eine geografische Distanz zu einer Person. Ja. Aber tatsächlich, diese Karte in der Mitte von deiner Legung wieder zeigt schon wirklich eine positive Energie. Ja. Und das hat mit der Zukunft zu tun. Und nochmals, Erfolg. Ich sehe wirklich, es ist positiv, ja. Ja, schau mal hier wieder. Also drei Schwerter, drei Stäbe, fünfte Stäbe. Also, was ich sehe tatsächlich ist, wieder, dass irgendwie diese Konflikten mit einer Person, ich sehe hier eine dritte Person, ne, wieder. Also man sieht hier schon einen Treubruch, eine Enttäuschung. Eine dritte Person sieht man hier schon. Eine Trennung, eine Scheidung, eine dritte Person sieht man schon. Aber irgendwie, es gibt hier diese Kommunikation mit einer Person, mit der du eigentlich schon einen Schluss gemacht hattest. Ich denke, wieder, also, weil das erinnert mich jetzt an diese Karten, die für dich gekommen sind jetzt, ja? Diese Kommunikation in der zweiten Woche Mai, wo wirklich man neu anfangen wollte irgendwie, aber irgendetwas ist dann, hatte keine stabile Basis irgendwie. Und eine Veränderung ist hier, aber tatsächlich gibt hier eine Kommunikation von einer Person, wo man schon eigentlich ein Ende hatte. Interessante Mischung von Karten wieder. Schau mal bitte jetzt hier. Zwei große Arkane hier auch, die Liebenden und der Turm. Du siehst ja. Wir haben hier mit einer karmatischen Situation zu tun, wieder. Ich denke, es gibt eine geografische Distanz, sehr wahrscheinlich zwischen zwei Personen. Aber ja, es gab hier eine wichtige Entscheidung tatsächlich. Und sehr wahrscheinlich, wie gesagt, es gibt hier eine
starke Anziehungskraft zu einer Person, das ist ja deutlich, ja. Es gibt hier sehr wahrscheinlich, wir haben hier mit Seelenpartnern zu tun. Ja, aber wie gesagt, diese Person zeigt sich wieder hier. Diese Person zeigt sich hier wieder. Und König der Schwerter, schau mal, Sternzeichen Zwilling ist hier auch sehr zu sehen. Zwilling. Eine komplizierte Entscheidung, die man treffen soll. Es fühlt sich kompliziert. Warum? Weil klar, wir haben hier mit einer karmatischen Situation zu tun. Ja? Diese Kommunikation zeigt sich. Aber diese Blockade auch. Diese Blockade auch. Möglicherweise, nochmals, es gab gar keine Kommunikation bis jetzt. Es war ein Stillstand, ein Stillstand zu einer Person wieder. Einen Stillstand zu einer Person, wo hier eine geografische Distanz, man sieht eine geografische Distanz, aber mehrere Beteiligten hier auch. Wir reden hier über eine Puppe, immerhin. Es ist kein Ritter und kein König, ist ein Puppe. Wenn das jetzt ein Altersunterschied ist, wieder. Wir reden hier auch über eine unreife Energie. Das spricht nicht für allen. Aber tatsächlich ist das, dass diese Liebe, was diese Kommunikation bringt, diese Liebe, ist möglicherweise ein bisschen Liebe. Nicht zu sehr viel. Also man muss schon schauen, was diese Energie mit sich irgendwie bringt, weil wie gesagt, wir sehen schon diesen Turm vorher. Und deswegen, die Kommunikation ist ja sicher wieder. Wenn das für einen Wunschpartner spricht, muss man schauen schon, weißt du, warum ich dir das sage? Weil ich sehe immer noch diese komplizierten Energien hier. Drei der Schwerter, zwei der Schwerter, die Karte der Turm. Und natürlich, ja, fünf der Stäbe. Die Karte der Mond, siebente Stäbe. Ich sehe schon eine komplizierte Situation hier. Wir brauchen uns nicht zu lügen, ja? Also es gibt hier schon eine komplizierte Situation, eine karmatische Situation und ich denke eine dritte Person. Einen gewissen Treubruch ist hier zu sehen. Einen Schmerz ist hier schon bereits zu sehen. Deswegen sage ich dir, man muss schon hier diese Sache schauen, was das hier heißt, ja. Ja. Weil irgendwie diese Kommunikation hier zeigt gewisse Konflikte, ja. Mit mehreren Personen. Ich sehe hier mehrere Personen. Vielleicht Familien, ja? Familien, Arbeitskollegen, es kommt darauf an, worüber wir jetzt hier uns beziehen, aber ich sehe hier mehrere Beteiligten in dieser Situation. Mehrere Personen. Eine konfliktive Situation ist hier schon zu sehen. Was mit einem Kind zu tun hat, kann möglich sein. Was mit einem Kind zu tun hat, ist schon möglich. Wir haben hier schon mit einer komplizierten Situation zu tun. Das ist wahr. Es ist nicht leicht, was wir hier haben. Es ist nicht leicht. Eine gewisse Gerechtigkeit oder Grenze setzen sieht man hier schon. Ich denke, wieder, wir haben ja diese drei Stäbe in der Mitte von deiner Legung, ja? Ich denke schon, dass wir hier mit neuen Plänen zu tun haben, mit einer neuen Sicht von der Situation. Also es gibt hier, diese Karte zeigt schon Erfolg, ja. Und dieses Nachdenken, dieses Pläne machen, ja, sieht man hier. Diesen Umzug und diese Veränderung. Ich sehe hier eine Veränderung in deinen Karten. Ich meine, okay, die Karte der Turm ist ja da.
Die Gattin der Turm ist ja hier. In manchen Fällen wieder rede ich über eine Kommunikation, die mit einer Entschuldigung zu tun hat. Jemand entschuldigt sich bei dir wegen einer bestimmten Situation. Schon, also das sehe ich hier. Also interessante Mischung von Karten. Wieder, wie gesagt, eine wichtige Sache ist hier schon, eine wichtige Entscheidung ist hier. Und nicht leicht, es fällt nicht leicht. Was wir hier haben, ist nicht einfach, nicht leicht. Denn man sieht Konflikte, hast du ja gesehen. Also man sieht schon ein bisschen Konfrontation hier mit anderen. Ja. Genau. In manchen Fällen haben wir hier sogar mit einem Eigentum zu tun wieder. Also Ass der Münzen und die Karte der Turm. Also hier haben wir schon mit Eigentum zu tun. Mit einer finanziellen Situation auch. Es gibt hier Reichhaltigkeit, es gibt hier einen Eigentum tatsächlich. Es gibt hier diese Situation auch. Vielleicht sogar den Verkauf von einem Eigentum. Ja, es ist eine Situation hier. Es gibt hier ein bisschen eine Sache, was mit einer finanziellen Sache zu tun hat, mit Geld zu tun hat. Ja. Und natürlich auch mit Geld und mit Kindern. Ist hier zu sehen. Schon. Schon. Also interessante Energie, wie gesagt, wieder eine stolze Energie sieht man aber hier auch in Bezug auf, ja, ich schütze mich und ich möchte von dieser Situation jetzt nicht wissen und ich schütze mich. Und ja, irgendwie, vielleicht gibt es hier auch andere Gründe, die wir nicht so deutlich sehen können, ja. Aber Nummer 3, 3 ist wichtig für dich vielleicht, Nummer 33. Ja, also wieder, diese karmatische Situation ist sehr stark hier bei dir zu sehen, muss ich schon sagen, ja. Also diese karmatische Situation sehr, sehr stark zu sehen. Ja. Also wieder, das ist wirklich, was ich für die zweite Woche für Mai für dich sehe, ja. Also ich denke, entweder hat das auch mit Familie zu tun, nochmals, ja, mit einer finanziellen Angelegenheit zu tun, was mit einem Eigentum sogar zu tun hat, oder? Und nochmals mit Kindern, aber hier ist schon, mein Gefühl mehr ist, dass man hier am Pläne machen ist. Man denkt nach, ja. Man ist am Nachdenken, am Pläne machen. Aber irgendwie kommen Konflikte hier. Vielleicht wieder. Für diese Gedanken, für diese Pläne, die du vorhast, gibt es hier mit anderen Beteiligten auch Konflikte. Ja. Also es gibt hier diese Situation, wo nicht alle mit diesen Plänen von dir einverstanden sind. Ja, die sind nicht alle einverstanden. Und genau, diese Situation sieht man hier. Ja, schon. Man merkt, man ist am Nachdenken, das ist wahr. Über diese Situation. Genau. Also das spricht für die zweite Woche Mai wieder für dich. Also ich wünsche dir viel Glück auf jeden Fall in dieser Situation. Ich danke dir für deine Likes und für deine Abos wieder. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Dankeschön. Tschüss wieder.